Ich habe ganz gute News für euch. Und zwar werden die Fundis, die wir soeben auf der Brücke sehen konnten, erfolgreich blockiert. Sie stehen seit über 30 Minuten. Ja, das ist unglaublich toll. Also wir sprechen unsere Solidarität den Menschen aus, die gerade dort auf der Straße sitzen und die AbtreibungsgegnerInnen erfolgreich blockieren. Jemand vom Bundesverband Lebensrecht hat vor wenigen Minuten durchgesagt, so schlimm wie dieses Jahr wurden sie noch nie attackiert. Ich würde sagen, das ist ein großer Erfolg für uns. Ja, und das sollte uns darin bestärken, was wir tun. Ich freue mich riesig. Ich freue mich, dass ihr immer noch da seid. Sie müssen immer noch auf der Brücke stehen. Also Infos am besten bei Twitter nachschauen. Ja, wir hören jetzt ein Zwiegespräch zu 219a und 218 Strafgesetzbuch. Und dazu freue ich mich besonders, dass Dr. Bettina Gaber hier ist. Sie ist eine Berliner Ärztin, die sich für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und auch für Informationen zum Schwangerschaftsabbruch einsetzt. Und weil sie bestimmte Informationen auf ihrer Homepage angegeben hat, auch nach § 219a in Berlin verurteilt wurde. Ja, also du kannst sicherlich noch mal besondere Einblicke zur aktuellen Gesetzgebung geben. Genauso freue ich mich, dass Caroline Grabisch hier ist. Ist eine weitere Vertreterin der Medical Students for Choice. Und wir werden ein kurzes Zwiegespräch hören. Moderiert von Sibylle Schulz. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen, dass wir zwei engagierte Frauen und natürlich auch fachlich versierte Frauen hier mit auf der Bühne haben. Frau Dr. Gaber schon vorgestellt, als praktizierende Gynäkologin seit mehr als 10 Jahren in Berlin tätig, bietet sie Frauen nicht nur Untersuchungen an, sondern eben auch Schwangerschaftsabbrüche. Ja, meine Frage an Sie, hat sich die Situation für Frauen verändert? Dann. Ja, erstmal vielen Dank auch nochmal für eure Solidarität. Das war ja gerade im Nachklapp des Prozesses enorm, was da auf mich eingeströmt ist. Die Situation hat sich für die Frauen in Deutschland verschärft. Es gibt unglaublich viele Regionen, wo es extrem wenig Ärzte gibt, die überhaupt noch Abtreibung machen, und die Frauen haben unendlich weite Wege zurückzulegen, und das ist absolut nicht hinnehmbar. Ja. Vielen Dank, Applaus. Ja. Ich würde gerne die Caroline Grabisch fragen, aus Sicht von Medizinstudentin und als Aktivistin für Medical Students for Choice, hat sich die Situation für Frauen verändert, vor allen Dingen in Bezug auf den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch? Und wie ist das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der Entscheidungsfreiheit der Frauen? Ich kann mich Frau Dr. Gaber nur anschließen. Zum Positiven hat sich durch den Kompromiss eigentlich nichts verändert. Nach wie vor, seit 2003, ist die Zahl der Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, um 40% zurückgegangen. In ländlichen Gebieten ist es quasi unmöglich, einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Die neue Liste, die herausgegeben wurde, ist im Prinzip ein Witz, weil nur fast ausschließlich Ärzte und Ärztinnen aus Berlin und Hamburg da drauf stehen. Außerdem ist in Deutschland immer noch 15% der Abbrüche werden mit Curettage durchgeführt, was durch die WHO auch als unsichere Methode klassifiziert wurde, was auch ein eindeutiges Zeichen ist für die fehlende Ausbildung und den fehlenden Dialog. Und zur gesellschaftlichen Akzeptanz, also es wird akzeptiert, dass man alles googeln kann, so, da würde ich sagen, ist man sich einig, aber sobald es um die tatsächliche Selbstbestimmung von Frauen geht, um den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, das Recht auf Selbstbestimmung, da ist noch viel zu tun in der Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Sie zeigen uns beide nochmal die Defizite auf, die wir täglich erleben, aus den unterschiedlichen Positionen. Frau Dr. Gaber, wie beurteilen Sie die Haltung von den Gynäkologen in Berlin und vielleicht auch in Deutschland im Hinblick auf die Gesetzesänderung, § 219a, Strafgesetzbuch? Was ist Ihnen da, was ist spürbar?
Ich bin immer noch sehr enttäuscht über die Haltung meiner Kollegen und Kolleginnen, da ja extrem wenig sich auf die Liste haben setzen lassen. Ist auch die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Und auch die Webseiten wurden nicht geändert. Letztendlich ist immer noch das Verhalten meiner Kollegen und Kolleginnen von Angst und Ängstlichkeit geprägt. Und das ist absolut nicht hinnehmbar. Ja, vielen Dank. Ja, an Sie die Frage, Aussicht Medical Students for Choice. Wie sieht die Situation in der medizinischen Ausbildung aus in Bezug auf die Thematisierung des Abbruchs, einer ungewollten Schwangerschaft und vor allen Dingen in Bezug auf das Erlernen von Methoden zum Schwangerschaftsabbruch? Ja, also da die Situation so schlecht ist, gibt es uns ja im Prinzip als Medical Students for Choice. Der Schwangerschaftsabbruch wird an deutschen Unis fast ausschließlich im Fach Medizinethik gelehrt. Zu den medizinischen Methoden mit jeweiligen Vor- und Nachteilen gibt es eigentlich keine Veranstaltungen. Das ist einer unserer Erfolge, dass das an der Charité sich jetzt ändern soll. Genau, ab kommendem Wintersemester sollen die medizinischen Methoden Teil einer Vorlesung sein. Und wir hoffen, dass es diesmal nicht bei einem leeren Versprechen bleibt, sondern auch wirklich umgesetzt wird. Ja, wir haben schon gehört, Frau Dr. Gaber ist im Juli 2019 angeklagt worden wegen Werbung für Schwangerschaftsabbruch eben auf ihrer Webseite. Ja, wir wollen jetzt aber natürlich wissen, wie ist der aktuelle Stand und vor allen Dingen, wie reagieren denn Ihre Klienten, Ihre Patienten? Meine Patientinnen sind unglaublich zugewandt und ich bekomme immer noch Monate danach ein großes Dankeschön für meine oder für unsere Haltung. Aktuell kann ich dazu sagen, dass mir gestern ein Schreiben von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin zugestellt worden ist, wo angeraten wird, dass die Sprungrevision nicht zugelassen wird. Es ist ein Skandal, dass diese Behörde unter der Führung eines grünen Senators dermaßen agiert. Es ist unbegreiflich, aber wir werden sehen, wie das Kammergericht entscheidet. Aber der Generalstaatsanwalt hat es auf allen Punkten abgelehnt. Da kann man nur rufen, Buh, Buh. Ja, was würden Sie antworten? Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Und ich möchte gerne Frau Gerbisch noch mal fragen, im Zuge der Debatte, Paragraph 218, 219a und der vielen Frauen, Aktivistinnen, Organisationen, Netzwerke, Politiker, Politikerinnen, die nämlich genau die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gefordert haben in Deutschland, also die Streichung aus dem Strafgesetzbuch, was sollten die nächsten Schritte in Deutschland sein aus Ihrer Sicht? Also aus unserer Sicht sollten Ärzte und Ärztinnen über Schwangerschaftsabbruch sowie welche Methoden sie anwenden informieren dürfen und sollten auch dabei vor den AbtreibungsgegnerInnen geschützt werden. Der Zugang zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbruch, Selbstbestimmung sollte gesetzlich gesichert sein und Frauen sollten in ihren Entscheidungen, egal ob mit oder ohne Kind, unterstützt werden. Und diese Entscheidungsfreiheit muss entkriminalisiert werden. Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung von Frauen. Der Schwangerschaftsabbruch und Verhütung und alle Facetten der Sexualität müssen Teil der medizinischen Ausbildung in Studium und fachärztlicher Ausbildung sein. Wir brauchen einen offenen Diskurs in der Gesellschaft, auch mit Hinterfragung des Gewissensparagraphen, nachdem man Schwangerschaftsabbrüche ablehnen kann. Wir als Medical Students for Choice fordern die Streichung der Paragraphen 218 und 219a. Vielen Dank. Applaus. Vielen Dank für Ihr Engagement, Ihre Stetigkeit und Ihre Statements. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Kampf für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch. Ich übergebe an Johanna. Danke, Sibylle.